Jeder kennt das Problem, die Flying Machine ist mittendrin stehen geblieben und ich habe eine Methode entwickelt, wie wir sie mit einem Knopfdruck wieder zum Laufen bekommen. Von diesem Zustand zu diesem Zustand. Hallo und willkommen hier auf meinem Channel Xenton Let's Play zu einem weiteren Tutorial über eine Flying Machine, die man in der Regel bei der Erntemaschine verwendet. Ich habe sie hier mal vorgestellt schon einmal. Jeder kennt sie, ich will jetzt die Flying Machine hier nicht nochmal nachbauen. Jeder kennt es, man drückt hier einen Knopf oder hat eine Glock dran stehen. Die Maschine arbeitet los. Kehrt am Ende um, wie ihr das gebaut habt, ist es euch überlassen. Und sie bleibt stehen. Man hat abgeerntet, es wird in Minecart, sammelt das Ganze ein. Das habe ich hier jetzt nicht dargestellt. Und ja, ich will mich mit einem Problem befassen. Dazu kommen wir jetzt. So, das Problem seht ihr hier. Die Flying Machine ist hier, steht mittendrin im Bambuswald und sie läuft nicht. Das kann passieren nach dem Einloggen, wenn man sich wieder auf die Welt eingeloggt hat oder wenn man den Schrank verlassen hat und der Schrank wieder nachgeladen wird oder ja, in dem Moment, wenn man im Neta war, also einmal zu weit weg oder im Neta war. So, das Problem ist jetzt an der Sache, wir können hier was drücken, wie wir wollen. Wir kriegen die Flying Machine nicht zum Laufen. Welche Methode gibt es? Es gibt eigentlich soweit nur eine mir bekannte Methode. Man hat entweder hier eine Tür drin, macht sich hier irgendwo ein Loch. Idealerweise nimmt man Sand oder irgendwas anderes, was fällt, wirft es davor. Dann kann man das hier unten in Ruhe abbauen. Die Flying Machine arbeitet, kehrt wieder zurück und das Ganze ist gegessen. So. Aber ich habe eine Methode entwickelt. Die zeige ich euch gleich. Wie ihr die Flying Machine oder wie sich die Flying Machine automatisch, auch wenn ihr den Chunk verlassen habt und sie bleibt in der Mitte stehen, mit der gewissen Zeit von alleine wieder startet. Aus der Mitte heraus. So, und das zeige ich euch jetzt. Da sind wir auch schon. Das ist die Flying Machine hier einmal in der Mitte. Man sieht hier gerade, es ist nicht viel Aufwand. Wir bauen es auch dann mal einmal schnell nach. Die Flying Machine, ich habe jetzt hier mal den Arm weggelassen, der hier zu sehen ist. Deswegen habe ich hier zwei Seiten aufgebaut. Ein Knopfdruck und die Flying Machine läuft los. Was für ein Wunder. Und das Gute ist, ein Knopfdruck und die Flying Machine läuft los. Was für ein Wunder. Das heißt also, meine Zwischenstarten, ich kann die Maschinen jederzeit hier irgendwo anhalten. Aus irgendeinem Grund wird die hier wieder blockiert. Wir halten sie jetzt mal da an. Zack, ich starte sie. Und sie bleibt stehen. Ich kann sie wieder starten. Zack, zack, und sie läuft weiter. Ich kann sie auch auf dem Rückweg hier anhalten. So, ich halte sie jetzt mal da an. Und ich kann sie wieder starten. Und sie läuft wieder los. Das ist ein Wunder, ne? So, und das machen wir jetzt und kümmern uns darum, das Ganze zum Laufen zu bekommen. Also erst einmal, so kennt man sie in der Regel schon. Das heißt, sie läuft hier, sind die 8 Stück. Ich habe jetzt mal 6 nur gemacht, aber es sind normalerweise ja in der Regel 8, die man reinkommt. Die müssen hier weg. Geht nicht anders. Dann braucht ihr einmal hier einen Rahmen hier rum. Wir bauen das einmal drüben nach. So. Ihr könnt es versuchen, auch so zu bauen. Dann könntet ihr theoretisch, wir versuchen es einfach mal. Dann braucht ihr etwas Redstone, einen davon, den setzen wir jetzt mal hier an, hier an. Das Wichtige ist, dass ihr hier irgendwas nehmt, was nicht verschiebbar ist. Das ist im Moment hier Obsidian oder auch Öfen, da kommen wir dann auch gleich noch zu. So, wichtig ist, dass ihr hier einen Versatz drin habt. Na, der sollte so bleiben, oh, der sollte so bleiben. Der geht jetzt auf so viel, wir setzen das Ganze mal so hin. So, machen wir nur bis hier. Hier machen wir es ein bisschen länger. So. Wir brauchen einen Knopf. Und zack. Sie funktioniert nicht. Also, deswegen der Arm hier weg. Wir müssen wirklich das daneben bauen. Deswegen musste der Arm daneben weg. Und das Ganze
wieder auffüllen. So, und sie läuft. Mehr ist das nicht. Das Wichtige an der Sache ist, ihr müsst, damit die Flying Machine zuverlässig arbeitet, fast auf der Seite bis zum Ende. Also das Ende muss ungefähr so aussehen. Es geht auch so. Wir schicken die Flying Machine mal kurz zurück. Und halten die mal ein zu früh an. So. Ich kann die wieder von hier starten. Zack. Zack. Sie hängt jetzt ein vor Ende fest und ich kann sie. Zack. Bis ans Ende fahren. Deswegen, so ist Minimum. Geht nicht anders. Also, das ist das Minimum. Ihr müsst wirklich den hier auf dem Position haben und den auf der Position haben. Ansonsten könnte es sein, dass ihr ein Problem kriegt. So, so viel dazu. Mehr ist das nicht. Das war das, ist der ganze Aufbau. Wie sieht das Ganze denn aus, wenn man fertig ist? Das heißt, wenn man jetzt die Flying Machine hat, ihr müsst eure 8 Blöcke. Habe ich jetzt meine 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoffentlich waren es 8, bin mir gerade nicht sicher. So. Ihr könnt die Maschine komplett sonst verwenden. Man sieht, das Besondere ist, man muss von einer waagerechten auf eine tiefer und ihr könnt die überall starten, jederzeit. So. Wichtig ist, dass ihr Blöcke verwendet, die nicht verschiebbar sind. Das ist das Wichtigste. Das können natürlich auch Öfen sein. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Das ist jetzt hier mit Clock gemacht. Ich kann die jetzt mal einschalten. Hier drin läuft jetzt hier was dran ab. Und da hinten steht die Flying Machine. Und jetzt seht ihr gerade, läuft ja gar nicht. Das Besondere an der Sache ist, das Kabel ist zu kurz. Wenn ihr also eine lange Flying Machine habt, müsst ihr was Besonderes machen. Da kümmern wir uns jetzt drum. Und zwar, wir nehmen uns mal jetzt hier das vor. Das sind jetzt alles hier Öfen. Man sieht hier Öfen. Da, alles Öfen. Jeder durch. Also es muss was sein, was nicht verschiebbar ist. So. Das Besondere ist jetzt hier, das kommt weg, das kommt weg. Hier kommt einer hin. So. Der kommt dahin. Das verschwindet. Ne. Falsch gemacht. So muss der hin. Der kommt dahin. Das passt. Gut. Und hier kommt einer hin. Der andere kommt. Brauchen wir einen Ofen, damit er nicht verschiebbar ist. Na, geh runter. Na. Na. So, ein Ofen. Zack. Zack. Und jetzt verkabeln wir das Ganze. Na, machen wir es so. Dahin. So. Jetzt verkabeln wir das Ganze. Der wird unterbrochen. Das können wir hier abzweigen. Das hier hat man gerade gesehen, die Maschine arbeitet immer noch nicht. So, das ändern wir jetzt, indem wir das Signal mal kurzerhand verlängern. Mist. So, das Signal ist verlängert. Und beim nächsten Umschalten müsste die Flying Machine wieder loslaufen. Ich erkläre auch gleich, wieso was das Besondere hier dran ist. Ich habe einen Fehler gemacht. Der muss so stehen. Die beiden Seiten müssen unterschiedlich lang sein. Das ist ganz wichtig, damit die einen Impuls bekommt, dass sie auch wirklich arbeitet. So, wir bekommen gleich wieder den nächsten Impuls. Dann arbeitet die auch gleich wieder los. Na. So, jetzt sieht man es und sie arbeitet. Das Besondere war jetzt, was ist passiert? Man sieht es hier ein wenig gerade. Redstone ist nur Signalstärke 15 maximal. Das heißt, ich kann 15 Blöcke lang runterziehen. Wenn ihr längere Bahnen habt als 15 hier, müsst ihr das Signal verstärken. Es geht aber teilweise nicht, dass ihr sagt, ah, ich mache jetzt hier in der Bahn einfach einen Verstärker rein. Es kann sein, dass genau dann, wenn die Flying Machine
so steht, dass der nicht bepowert werden kann, der Zylinder, dann funktioniert die Maschine nicht. Also macht man es ganz einfach. Wir machen eine Parallelbahn auf beiden Seiten und sorgen dafür, dass die komplette Linie unterbrochen wird. Das heißt also, wenn ihr jetzt noch eine längere Maschine hättet, kommt hier ein Verstärker rein. Müsstet ihr nicht mal da nehmen. Ihr könntet auch hier hinten das Signal rausnehmen. Man macht es dann auf diese Weise und hat dann seine Verstärkung dazu jetzt noch. Was natürlich jetzt sein kann, wenn ihr das Signal falsch verschaltet, also nicht auf die Maximale geht, dass ihr Probleme bekommt mit der Verschaltung. Weil jedes Teil hat einen eigenen Tick und ihr verlängert dadurch auch ein Signal auf dieser Leitung. Das ist nur mal so als Hinweis. Aber man sieht gerade, ihr könnt dadurch die Maschine extrem verlängern und sie kann überall drin stehen bleiben, jederzeit. Und der Start ist so gebaut, dass die, wenn entweder hier vorne stehen kann, die kann auch da hinten stehen. Das spielt keine Rolle. Das ist der ganze Trick. So. Sie startet. Und sie kann, ich zeige es kann auch gerne nochmal. Sie können überall angehalten werden. So, ich halte es nochmal kurz hier an. So, Maschine wird angehalten. Und gleich schaltet er wieder zurück. So, Maschine läuft wieder an. Das spielt also keine Rolle, wo die angehalten wird. Sie läuft jederzeit wieder los. Der einzige Punkt, ich habe es hier gerade gesagt, ist hier hinten, wenn ihr das zu kurz baut. Wir versuchen es mal hier kurz anzuhalten. Na. So. So, die läuft jetzt durch bis hinten. Man sieht gerade, hier ist die Flying Machine. So müsst ihr das im Prinzip aufbauen. So. So, jetzt habe ich das mal so gemacht, um es euch auch zu zeigen. Der ist jetzt ein zu kurz. Die Maschine dürfte jetzt nicht anspringen. Ich lasse es mal kurz alles so stehen. Zack. Seht ihr, habt ihr gesehen? Die Maschine ist nicht angesprungen. Ihr müsst wirklich alles bis zum Ende durchziehen. So, ich bring die mal wieder zu kurz zurück, die Maschine. Und dann halten wir sie wieder an. So, zack. So, jetzt habe ich den um einen verlängert. Jetzt warten wir wieder. So, jetzt ist natürlich was passiert. Und zwar ist mein Das Einzige, was jetzt nicht arbeitet, ist mein Rücklaufmechanismus. So, das ist der einzige Nachteil. Das müsste man noch verbessern. Aber dann seht ihr, es arbeitet sauber. Die Maschine funktioniert oder arbeitet sauber, was sie machen soll. So, das war's. Damit haben wir als Problemlösung eine Flying Machine, die mittendrin steht, behoben. So, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es heißt Let's Play Minecraft oder Tutorial Minecraft hier auf meinem Channel Xenton Let's Play. Ich sage Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.